Hey, meine lieben Freunde, willkommen zurück. So, ich bin hier immer noch beim Essen. Still und ruhig. Na gut, nee, ich will nur wenig haben. Was ist das hier? Mann! Ein wenig, ist okay. Okay, keine Ahnung, verstehe ich jetzt nicht ganz die Leiste, aber ist egal, wir sind voll. Und das andere muss man auch noch machen. Hier, Kaffee. Verändert für kurze Zeit, dass man schläfrig wird. Man vertreibt sogar ein wenig Müdigkeit. Puh. Shit. Das ist nicht viel, oder? Aber wir verwenden es mal, weil wir haben davon. Ohoho! Okay, ein wenig stand er doch da. Das mit dem Puls verstehe ich bis heute noch nicht. Ich meine, das ist eine Sache, die geht sowieso schnell runter. Aber gut, hier geht's zum Fahrstuhl. Und von daher. Mein Freund. Na komm! Ja, ist okay. Ich hätte eigentlich auch einfach durchgehen können, aber krieg ja Kohle dafür. So, hier kann ich auch speichern. Machen wir auch schließlich und endlich. War ja schon eine kleine heikle Sache. Uns fehlt immer noch ein Hinweis hier, aber gut, okay. Ist halt so wahr. Weiter geht's. Kommen wieder Gegner? Ist es nicht letztes Mal hochgegangen? Oder? Denke ich da gerade irgendwie wieder falsch? Ich weiß es nicht mehr, das ist schon echt lange her bei mir. Na, haben wir die Sequenz auch irgendwann hinter uns. Also Endboss kann immer noch nicht sein, meiner Meinung nach. Och man, der nervt. Ganz ehrlich. Gleich wieder. Nur mach. Also lange bin ich auf den echt schon ein bisschen vorbereitet. Jetzt muss ich aber nicht schon wieder. Oh Mann, ey, ich muss hier alles dreimal machen. Egal. Nein, weitermachen wir. Oh, da steht Ladescreen hier. Oh, bitte. Oh, die kann ich nicht mal abbrechen, diese Quetz, Freunde. Ich muss aufpassen. Ach, scheiße. Ja, doch, doch, jetzt. Oh! Schneid. Na, komm schon. Und jetzt die F-Taste drücken. Okay. Und jetzt die E oder sowas, oder? Ach, Mann! Oh, das, Entschuldigung, aber ganz ehrlich, diese Sequenzen sind einfach zu schnell. Ich kenne meine Tastatur nicht, sorry. Oh, bitte, ey. Oh, muss ich mir das jetzt die ganze Zeit antun? Okay. Einfach Concentration und dann kriegen wir das schon hin. Bla bla, oh yeah, oh mein Gott, gefährlicher Typ. Dann kommt das F und dann das R. Oh Gott, nicht verkacken. Oh Gott. F. R. Und jetzt E vielleicht oder Steuerung. Was das Achtung? Hä? Ich hätte keine Taste drücken dürfen, oder? Okay. Ich bleib ganz cool. Ich hoffe, ihr auch. Oh, shit, ey. Oh, Gott, ey. Oh. Ich muss mich kurz konzentrieren, Freunde. So, jetzt die R-Taste. Jetzt?
Ah! Ja. Oh. Scheiße. Jetzt hatte ich die Hand gar nicht an der Maus. Scheiße. Oh Mann, ey. Vorhin, das Dumme ist an diesem Game, ist ja teils, dass es ja viel über Tastatur hier läuft. Deswegen habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Och, scheiße, ey. Jetzt muss ich hier. Jetzt habe ich hier wirklich jede Sequenz irgendwie durch Tod rausgefunden, ey. So ein Scheiß. Jetzt kommt schon. Und die mich verarschen jetzt? Was ist denn jetzt los? Hä? Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, so eine behinderten Zehen, ey, ganz ehrlich. Jetzt bin ich ruhig, Brenner. Und jetzt komm schon. So, F, R, F. Jetzt kommt's R. Oh, ich will nicht mehr. Linke Maustaste. Und was kommt da nach? Fehlt noch E. E. Hahaha. Steuerung noch? Hm. Oh, der stackt ein bisschen durch. Oh mein Gott, ey. Fetzen eines roten Mantels. Okay, wir haben den letzten Hinweis gefunden. Hä? Ich hätte gerne mich unten weiter umgesehen. Ach nee, ich bin wieder runtergefahren, also habe ich doch recht gehabt. Knacks. Oh. Ich kenne auf den Bildern teilweise nicht wirklich was. That's all the information we need, Zach. Let's go back and show them what we found. Oh Mann, oh Mann. Süßer Lutscher, stillt den Hunger ein wenig. Stand vorne was anderes da. Achso, weil ich den Lutscher nicht wirklich an der Hand hatte. Oh ja, ganz cool bleiben, Kumpel. Was ist denn das? Hat er seine Pascha damit gerufen? Was denn? Für diese eine Videosequenz haben sie Lars geknappt? No, not that I know of. But that raincoat is a little odd. Odd? In a town where it rains so much? Well, the people here rarely go out in the rain. I moved here during high school, and I never really understood why. Can you shed some light on this, George? Oh, well, there's an old story, folklore. It's a fairy tale, to me. Something about a killer in a raincoat who appears on rainy nights. A vicious killer in a bright red raincoat. Yeah, that was it. Just a foolish piece of superstition. A rubbish story someone made up. Not many people still believe it, but I guess it's a traditional place. Most of the shops still close up when it rains. School's out, too. Mm-hmm. Since there's no reason to go out, not many people ever wear raincoats. And now the raincoat killer has leapt out from his picture book. Oh, by the way, would you two kindly show me your backs? Our backs?
Is this related to the case? The person with the upside-down peace mark in that photo we found. Ach, das ist der Rücken, also. He's our killer. And what makes you so sure about that? Zack and I saw him kill Anna in the lumber mill. He killed her. Right in there. Oh, one thing. Please don't ask me about Zack. That's a private matter. Huh. Anyway, by showing me your backs, we can clear up most of my concerns about you. Isn't that for the best? You do want to remove yourselves from the suspect list. It will make things a lot easier. This is insane. Your methods are rude, insulting, and out of the question. And Emily is a female officer. Forcing her to show you her back is harassment. I don't care if you are FBI or not. You are out of line. Blödsinn. Mm-hmm. Hmm. George, it's okay. Let's just show him and get it over with. Emily, are you crazy? Look, we flash our backs and he'll start trusting us a little more. Right, Agent York? Richtig. Oh ja. Darauf hat er sich wahrscheinlich schon lange genug gefreut. Oder vielleicht beide. Are you satisfied now? Naja, du konntest dich umdrehen. Now you, George. Yeah, okay. I can't refuse it now, can I? But don't expect to get your way all the time, Agent Morgan. Na, sicher, dass du da hingucken willst. George! What are these scars? Just like your Mr. Zack. Something private. I don't have to tell you about it. Of course. Yeah. Just like Zack. We can understand that, right, Zack? Anyway, this will make things a lot easier from now on. Hmm. I'm glad to say you're both pretty much off the hook. Sicher. Thank you for your cooperation. Ich meine, die Narben auf den Rücken könnten ja das sein Symbol. If anyone is suspicious around here, it's him. Ja, eigentlich schon. He's the most suspicious. No, I don't think so. But he certainly is the most irritating. We've studied the crime scene. You know what we have to do next, Zack. George, can we arrange to have the town folk gather in one place? There are some things I want to address with the town folk. Very well. I'll arrange to have as many as possible gather in the community center tomorrow. Thank you, George. Oh, ich hab jetzt keinen Bock, wieder Auto fahren zu müssen, oder? Oh. Ah, das war schon eine etwas schwierige Mission, muss ich mal so sagen. Insgesamt, Fortsetzung insgesamt. Neunmal fortsetzen. ja. Das war nicht wirklich viel. Aber ganz ehrlich, ist kein Wunder. Ich hasse diese. Ich komme jetzt nicht gerade auf diesen Namen. Wie nennt man das? Welcome back, everyone. Na, ist egal. Das Thomas. Ist Agent Morgan, it's past 2100. Ja. Let's meet up again at the community center tomorrow. Okay, well, I haven't been sleeping much since this all started, to be honest. I'm exhausted. I was just about to suggest the same thing. I'll make arrangements for people to gather between 1500 and 1700. I'll try and get as many people as I can to come, so don't be late, okay? Don't be late. I'll be there. The community center's on the south side. I've marked it on your map. Thanks, Thomas. Well then, see you tomorrow. So, ich werde erstmal gleich wieder einen Bullenwagen knacken. Dafür. Aber erst in der nächsten Folge, Freunde. Wir sehen uns. Ciao. Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.